Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder haben ihre Beratung für heute beendet. Die Bundeskanzlerin, der erste Bürgermeister Herr Tschentscher und Ministerpräsident Söder berichten Ihnen darüber jetzt. Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute mehrere Stunden getagt und die Tagung fand statt ganz im Lichte der aktuellen Situation, die natürlich geprägt ist durch die Ausbreitung der Infektion durch das Coronavirus. Und wir hatten die Gelegenheit, die Bund-Länder-Versammlung sozusagen, die wir eigentlich für die Energiefragen vorgesehen hatten, es war ja schon eine außerordentliche, doch umzufunktionieren in eine breite Diskussion über das, was unser Land jetzt erwartet und über die Situation in unserem Land. Wir haben dazu Experten eingeladen, den Chef des Robert-Koch-Instituts, Herrn Professor Wieler, den Leiter der Charité, Herrn Professor Krömer, weil den Universitätskliniker in dieser Frage eine zentrale Bedeutung zukommt, und Professor Drosten, einen bekannten Virologen, der ja auch als erster den Test für dieses Coronavirus erfunden hat. Ich glaube, dass die Diskussion mit den Wissenschaftlern von großer Bedeutung war und von großem Wert war, denn ich habe es gestern schon auf der Pressekonferenz gesagt, das ist eine unbekannte Herausforderung für uns. Und mit einer solchen unbekannten Herausforderung muss man erst einmal umgehen im Blick auch auf das, was uns die Wissenschaft sagt, was sie weiß, und indem sie uns auch sagt, was sie nicht weiß. Und daraus müssen wir unsere präventiven, vorbeugenden und aktuellen Maßnahmen entwickeln. Wir haben es, und das zeigen die neuesten Zahlen, mit einem sogenannten dynamischen Ausbruchsgeschehen zu tun. Das heißt, die Zahl der infizierten Personen steigt sehr stark an. Und deshalb ist heute noch einmal in schärferer Form, als das in den vergangenen Tagen notwendig war, gesagt worden, dass wo immer es möglich ist, auf Sozialkontakte verzichtet werden soll. Dabei muss natürlich die Funktionsfähigkeit des Staates gewahrt werden, und auch die Kernbereiche der Wirtschaft müssen weiter funktionieren. Aber das hat uns sozusagen heute sehr bestimmt in unserer Diskussion. Außerdem müssen wir alle medizinischen Vorbereitungen treffen, um die steigende Zahl von Infizierten auch medizinisch gut behandeln zu können. Dazu hat der Gesundheitsminister heute Ausführungen gemacht, sowohl was die Beschaffung von medizinischer Ausrüstung anbelangt, eine Beschaffung, die der Bund dann mit den Ländern gemeinsam auch aufteilen wird, wo immer das notwendig ist. Und es ist heute noch einmal darauf hingewiesen worden, dass wir jetzt unbedingt die Stärkung der Intensiv- und Beatmungskapazitäten in den Krankenhäusern und die Vorbereitung der Schutzkonzepte für die besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppen nach vorne bringen müssen. Die Fachleute wiederholen immer wieder, dass es uns in Deutschland gelungen ist, in einem sehr frühen Phase des Infektionsgeschehens die Dynamik dieser Entwicklung zu beobachten. Das heißt, wir haben im Augenblick ein Zeitfenster, in dem wir eben diese Vermeidung nicht notwendiger Sozialkontakte noch gut ausbauen können. Und deshalb haben wir heute zusätzlich zu der Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern auch verabredet zwischen Bund und Ländern, dass ein Verzicht auf alle nicht notwendigen Veranstaltungen unter 1.000 Teilnehmern dem folgen sollte. Das ist ein Aufruf an alle, jetzt nicht wieder mit einer anderen Untergrenze versehen, sondern einfach die Frage, was ist verzichtbar in dieser augenblicklichen Situation, was sollte nicht stattfinden. Darüber hinaus ist auch darüber gesprochen worden, was bedeutet das für Universitäten, für Schulen und Kindergärten und Kindertagesstätten. Und wir haben da wiederum darauf hingewiesen, dass in Regionen und Bundesländern mit sich abzeichnendem dynamischen Ausbruchsgeschehen, das werden nach Maßgabe der Dinge sukzessive mehr Regionen sein, dass dort auch die vorübergehende Schließung von Kindergärten und Schulen, etwa durch ein verlängerndes Vorziehen der Osterferien, eine weitere Option ist. Die Situation in Deutschland, in der Bundesrepublik, ist unterschiedlich von den südlichen Gebieten her. Wir haben von den westlichen Bundesländern her unterschiedliche Situationen. Wir haben teilweise im Norden eine andere Situation, aber sukzessive müssen wir ja damit rechnen, dass dieses Infektionsgeschehen vor keiner Region abschließend Halt macht. Wir haben auch darüber gesprochen, dass wir natürlich angesichts dieser Situation so weit wie möglich Sozialkontakte zu vermeiden
doch eine sehr schwierige Situation im wirtschaftlichen Bereich haben. Das heißt, es ist vorauszusehen, dass das gravierende Spuren in unserem Wirtschaftsgeschehen hinterlässt. Deshalb will ich wiederholen, was ich gestern schon gesagt habe, gerade auch im Blick auf große Unruhe an den Märkten. Deutschland wird das, was notwendig ist, tun, um seiner Wirtschaft zu helfen, Arbeitsplätze zu sichern. Und ein Ausdruck dessen ist, dass bereits morgen in einer großen Kraftanstrengung der Deutsche Bundestag plus der Bundesrat, auch das haben wir miteinander verabredet, das Kurzarbeitergeld beschließen wird, sodass da Sicherheit ist für die Beschäftigten und die Unternehmen. Und morgen Mittag werden der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister weitere Maßnahmen zur Unterstützung unserer Unternehmen vorstellen, denen ich jetzt nicht vorgreifen kann, die aber auch sehr umfassend sind. Wir waren uns einig, wir müssen jetzt alles tun, um in dieser außergewöhnlichen und sehr schwierigen Situation den Zusammenhalt in unserem Land deutlich zu machen, auch in der Kooperation zwischen Bund und Ländern. Deshalb haben wir auch verabredet, dass zusätzlich zu den regelmäßigen Abstimmungen der Gesundheits- und der Innenminister jetzt in Zukunft auch eine solche regelmäßige Verbindung zwischen den Chefs der Staatskanzleien und dem Chef des Bundeskanzleramtes stattfindet. Wir werden uns in 4 bis 5 Wochen auch in diesem Kreis wieder treffen, um die Situation zu bewerten. Sie verändert sich jeden Tag, das sieht man auch an den Aussagen der Fachleute. Und dementsprechend müssen wir immer wieder darauf reagieren, sodass wir das Beste in dieser Situation für unsere Bevölkerung erreichen. Wir haben auch noch festgelegt in unserem Beschlussvorschlag, dass wir dies alles nicht rein national tun wollen, sondern dass wir das in enger Absprache mit unseren europäischen Nachbarn und der Europäischen Union insgesamt tun wollen, weil wir überzeugt sind, dass wir diese schwierige Situation, diese Krise nur meistern werden, wenn wir auch europäisch zusammenhalten. Frau Bundeskanzlerin, meine sehr verehrten Damen und Herren, durch Corona ist die Welt eine andere. Und die Auswirkungen sind wohl viel tiefgreifender, als wir das noch vor 1-2 Wochen überhaupt hätten ahnen können. Das Geschehen ist extrem dynamisch und das, was vorgestern kaum möglich schien, wird wahrscheinlich und ist morgen dann Realität. Dies ist eine echte Bewährungsprobe, für unser Gesundheitssystem, für unser ganzes Land, aber auch für die Politik. Uns muss eines klar sein, und das haben wir heute auch gemerkt, darum haben wir auch lange diskutiert, seriös diskutiert, verantwortungsbewusst. Alles, was wir heute gemacht haben, haben wir uns nicht aus der hohlen Hand herausgegeben oder schnell gemacht, sondern haben wir seriös geprüft und in Abstimmung dann vorangebracht. Die Lage verschlechtert sich täglich. Wir brauchen keine Panik, aber wir brauchen entschlossenes Handeln mit einer klaren Zielführung. Wir spüren, was um uns herum stattfindet und können das Geschehen nicht isoliert betrachten, sondern müssen für unsere Bevölkerung das richtige Angebot machen, passgenau, sowohl für die Regionen als auch für das ganze Land. Der Beschluss, den wir heute gefasst haben, weist genau in diese Richtung, die wir dringend brauchen. Wir müssen uns der Tatsache stellen, dass wir mit Maßnahmen reden, die wir noch vor wenigen Tagen für nicht angemessen gehalten haben. Angemessen ändert sich jeden Tag. Kühler Kopf und Umsicht ist klar, aber am Ende muss es zu Ergebnissen führen. Umsicht darf nicht dazu führen oder Diskussionen, dass wir nichts entscheiden. Also es muss was vorangehen und da sind wir heute einen großen Schritt vorankommen. Danke auch für die gemeinschaftliche Bereitschaft. Dazu gehört natürlich aus unserer Sicht ganz deutlich. Erstens einmal, wir brauchen eine einheitliche Materialstrategie, was betrifft die Beschaffung von all den Dingen, die wir dringend brauchen in den nächsten Tagen und Wochen. Bund und Länder werden es versuchen, gemeinsam zu koordinieren und da uns gegenseitig unterhaken und wo der Bedarf am stärksten ist. Dazu gehört auch die Stärkung der gesamten Krankenhauslandschaft. Wir müssen die Krankenhausstruktur so umstellen, dass Intensivbetten zur Verfügung stehen, dass OPs, die im Moment, soweit sie medizinisch nicht notwendig sind, nach hinten geschoben werden, damit Platz und Möglichkeit besteht für zu erwartende Intensivpatienten, die wir wegen Corona bekommen werden. Es darf auf keinen Fall dazu führen, dass wir wie in Italien und anderswo in die Situation kommen, dass in den Krankenhäusern Entscheidungen getroffen werden muss, welcher Patient in welchem Alter behandelt wird. Dies ist nicht vereinbar mit unserer humanitären Auffassung von einer modernen und nachhaltigen Gesundheitspolitik. Also Umstellung der Krankenhäuser. Wir haben vereinbart, dazu auch die finanziellen Grundlagen zu legen, jenseits des normalen Abrechnungssystems, dass die Krankenhäuser die Gewissheit haben, dass wenn sie umstellen und wenn sie auch die Solidarität zeigen, auch finanziell entschädigt werden müssen. Also ein Schutzschirm für Krankenhäuser in dieser schwierigen Situation. Zweitens,
Ich bin auch sehr dankbar, dass wir festgestellt haben, dass die Länder auch für ihre jeweilige Region in unterschiedlicher Form regionale Anpassungsoptionen haben müssen, die sie dann aber miteinander vereinbaren. Deswegen werden wir Freistaat Bayern beispielsweise morgen endgültig entscheiden, dass wir die Schulen und wann wir die Schulen schließen, jetzt für Ostern und auch die Kitas, mit entsprechenden Angeboten, dann insbesondere für die kritische Infrastruktur, die ganz wichtig ist, also genau das Thema medizinisches Personal und andere. Wir werden das morgen früh machen. Viele Länder überlegen Gleiches. Wir werden uns da noch entsprechend abstimmen. Ich denke, auch das ist ein wichtiges Signal für Eltern, für Schüler, da an der Stelle eine vernünftige Entwicklung zu machen. Ganz wichtig ist auch, dass wir Regelungen finden müssen, die sich für die insbesondere ältere Generation, die Hauptzielgruppe, richtet. Das heißt, wir brauchen auch Regelungen für Altenheime, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen, da eine klare Vorgabe zu entwickeln, wie geht man damit um, um da die Hauptrisikogruppe zu schützen. Das muss unser Ziel sein. Es gilt übrigens dann auch Schulen in derselben Verbindung, soziale Kontakte zu reduzieren, die Entwicklung zu verlangsamen, da wir nun mal leider, und das ist das Grundproblem, kein Medikament haben, keine Möglichkeiten der normalen Therapie. Das macht die Lage auch so dramatisch, dass wir sozusagen nicht auf die vorhandenen normalen Medikamente zurückgreifen können. Wir können auch nicht warten auf einen Impfstoff. Die Lage ist jetzt da und deswegen muss man auch so reagieren, wie wir es tun. Zu den Veranstaltungen noch was. Sie werden sicher die Frage stellen, Mensch, am Dienstag sind einige schon mit 1.000 vorgeprescht. Ein, zwei Länder, Stadtstaaten haben überlegt, überhaupt noch Fußballspiele stattfinden zu lassen. Wir sind heute Gott sei Dank zu einer einheitlichen Linie gekommen. Im Grunde genommen alles, was nicht dringend notwendig ist, sollte man verschieben. Alles, was nicht gesetzlich notwendig ist, alles, was nicht kritische Infrastruktur ist und natürlich die Aufrechterhaltung des Wirtschaftsbetriebes, soll verschoben werden. Die Behörden werden sensibilisiert, im Dialog mit Veranstaltern, mit den Gemeinden, das abzuwägen. Ich glaube persönlich, man kann bestimmte Feste und Veranstaltungen auch in 3-4 Monaten machen. Jetzt ist das Gebot der Stunde, eine einheitliche Regelung zu haben und die Risiken einzudämmen, die Entwicklung zu verlangsamen und einfach das gesamte Geschehen zu stabilisieren, weil die Dynamik der Entwicklung geht nach oben an der Stelle. Und das Letzte, was mir noch wichtig ist, auch danke an den Bund für das Thema wirtschaftliche Entwicklung. Wir beide jedenfalls am Sonntag schon deutlich länger als heute zusammen. Die beschleunigte Form, wie der Kurzarbeit jetzt gemacht wird, dass es morgen durchgeht, am Sonntag auf den Weg morgen durchgeht, ist ein ganz wichtiges Signal für die Unternehmen. Die Erhöhung von Liquiditätshilfen ist zentral im Moment, denn es geht im Moment weniger um Investitionen, es geht um den Erhalt der Liquidität, dass dadurch nicht Unternehmen reihenweise zumachen müssen. Und was heute auch ganz wichtig war, ist die Zusage von uns allen, wir werden alles tun, was notwendig ist. Whatever it takes, hat mal jemand gesagt in der Eurokrise. Was notwendig ist, werden wir tun. Bund und Länder, wir werden tun, was notwendig ist, egal in welcher Form sich das entwickelt. Deutschland ist ein reiches Land, wir haben gute, stabile Finanzen. Wir werden alles tun, was notwendig ist, um wirtschaftliche Stabilität zu erhalten. Denn das ist in der Krise neben der medizinischen Schockwirkung wichtig, dass wir nicht in eine echte tiefe Rezession kommen. Denn die Verbindung von beiden Themen schafft dann auch andere Probleme und die wollen wir lösen. Insofern nochmal vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Es war eine lange Diskussion, aber wie alles hier in Berlin, wir diskutieren es aber ausführlich und kommen zu einem guten Ergebnis. Aber ich bin froh, dass wir es gemacht haben. Also einige haben geschrieben, auch vorhin in den sozialen Netzwerken, warum dauert es? Heißt es irgendetwas? Die Zeitdauer war notwendig, um zu guten Entscheidungen zu kommen und nicht einfach so eine schnelle Pressekonferenz zu machen. Nochmal vielen Dank dafür. Herr erster Bürgermeister. Ja, das kann ich sehr bestätigen und unterstreichen, was Herr Söder gerade sagt. Es war sehr wichtig, dass wir heute einen intensiven Austausch vornehmen konnten. Wir alle haben uns in den Ländern, auch im Bund, ja in den letzten Wochen schon intensiv mit der Coronavirus-Frage beschäftigt. Es sind auch viele richtige Entscheidungen schon getroffen worden. Viele wichtige Maßnahmen sind vorbereitet worden. Aber in so einer komplexen Lage, die sich sehr dynamisch entwickelt, ist es eben wichtig, dass Bund und Länder koordiniert handeln und dass wir uns immer auf Empfehlungen der Fachleute verlassen können, die allerdings von Tag zu Tag natürlich der Lage entsprechend sich auch ändern. Und insofern bin ich froh, dass wir eben heute noch einmal abgleichen konnten, was die richtigen Entscheidungen für die nächsten Tage sind. Wir haben zum Beispiel diese Größenordnung von Veranstaltungen, die wir
nicht mehr durchführen wollen, jetzt noch einmal neu bewertet und gesagt, im Grunde muss jeder persönliche Kontakt so weit wie möglich vermieden werden in den nächsten Wochen, weil das in dieser Phase einer solchen Epidemie eben die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass man das sehr, sehr starke Ausbreiten eines Virus verhindert. Ich bin auch sehr froh, dass wir Hilfestellungen bekommen vom Bund für das, was in den Ländern, vor allem in den Gesundheitswesen, jetzt erforderlich ist. Ich bin gerade gestern im Universitätsklinikum Eppendorf bei der dortigen Corona-Taskforce gewesen, habe sozusagen mit meinen früheren Kollegen, wenn ich das sagen darf, aus Sicht eines Universitätskrankenhauses besprochen, was schon geleistet wurde und was in den nächsten Wochen genau für das notwendig ist, was heute die Experten auch noch einmal bestätigt haben, dass wir ausreichend intensivmedizinische Behandlungsvorkehrungen und Behandlungskapazitäten sicherstellen. Und das ist sehr wichtig, dass der Bund die Länder und natürlich die Krankenhäuser direkt unterstützt. Es geht darum, dass wir Beschaffungen gemeinsam organisieren, dass wir ausreichend technische Möglichkeiten haben, aber dass eben auch medizinische Produkte, die nötig sind, über einen sehr langen Zeitraum jetzt auch zur Verfügung gestellt werden, damit wir das hohe Maß, die hohe Qualität der medizinischen Versorgung in Deutschland nicht nur für Coronavirus-Erkrankte, sondern eben auch für alle anderen Schwererkrankten weiterhin aufrechterhalten können. Insofern gibt es jetzt in den nächsten Tagen weitere Entscheidungen zu treffen. Ich habe vorhin schon einmal gesagt, eine Entscheidung, die heute noch nicht notwendig ist, kann schon morgen oder in der nächsten Woche notwendig werden. Selbstverständlich, als das Coronavirus noch in China war, mussten wir keine Veranstaltung absagen. Aber in dem Moment, wo es hier ist und wo wir sehen, dass sich Infektionsketten bilden können, mussten wir die entsprechenden Entscheidungen treffen. Sie sind getroffen worden und sollten jetzt auch in der gleichen Konsequenz in den nächsten Wochen weiter getroffen werden. Und deswegen war es auch sehr hilfreich, dass wir heute insgesamt unter den Ländern besprechen konnten, wie wir mit diesen wichtigen Fragen der Universitäts-, Schul- und Kita-Betriebssituationen umgehen wollen. Wichtig ist einerseits der Anspruch, möglichst wenig sozusagen persönliche Kontakte zu ermöglichen. Soziale Kontakte kann man auch telefonisch, über soziale Medien und auf anderem Wege haben, aber dass Menschen unterwegs sind, dass sie sich sozusagen in engen Räumlichkeiten begegnen oder in großen Veranstaltungen, das ist etwas, was wir für die nächsten Wochen möglichst reduzieren wollen. Genau das ist jetzt auch die Entscheidung, die die Länder jeweils für sich treffen werden, wie sie mit der Ferien-, mit der Schulfrage umgehen, wie sie sicherstellen, dass einerseits der Betrieb, wenn es geht, reduziert wird, aber dass auf der anderen Seite auch sichergestellt ist, dass diejenigen, die wir in den Krankenhäusern, in den wichtigen Versorgungseinrichtungen, im Staatsdienst brauchen, dass die eben ihre Kinderbetreuung auch organisiert bekommen. Wir können nicht riskieren, alle Kindergärten zu schließen, alle Schulen zu schließen und dann vielen Menschen nicht mehr die Möglichkeit zu geben, als Krankenschwester, Krankenpfleger, Arzt oder Ärztin zum Dienst zu erscheinen. Und da sieht man schon, dass wir pragmatisch, aber eben konsequent handeln müssen. Und das ist das, was wir heute vorbesprochen haben, wozu wir auch in den nächsten Tagen und Wochen in einem ständigen Austausch unter den Ländern und mit dem Bund bleiben werden. Dann kommen wir zu Ihren Fragen. Da habe ich als erstes Herrn Schuler gesehen. Gott. Ich würde interessieren, für welchen Zeithorizont diese Planungen gelten. Hat das Auswirkungen auf politische Gipfel bei der EU-Ratspräsidentschaft oder aber in Bayern auf die Wiesen? Ganz schöner Spannungsbogen, Herr Schuler. Also wir werden morgen Vormittag nochmal zusammenkommen, in Bayern jetzt speziell, werden dann nochmal genau beraten. Ich hatte meine Minister gebeten, Schule, Sozial für die insbesondere Alten- und Pflegeheime, die Gesundheitsministern, dass wir uns nochmal über all die Details, die jetzt angesprochen waren, unterhalten und dann morgen unsere Vorgaben machen. Wir haben heute von den Experten gehört, dass es vor allem auf die nächsten 4-5 Wochen ankommt. Das heißt, die Maßnahmen, die es geht, sind jetzt alle, sagen wir mal, bis um den 20. April auf jeden Fall terminiert, weil das ist genau der Bereich nach den Oster, bei uns in Bayern und vielen anderen, nach den Osterferien, wo wir dann eine Bestandsaufnahme machen könnten. Und gemeinschaftlich, wir haben uns auch vereinbart, dass wir uns in der Runde wie heute unmittelbar danach auch treffen werden, um da eine Art Evaluierung zu machen der Maßnahmen. Da werden wir auch wieder den Ratschlag der Experten herbeiziehen, die uns ja heute auch gesagt haben, dass dieser Zeitraum jetzt sehr, sehr entscheidend ist für die Frage, wie es danach weitergeht. Herr Fried. Ich hätte zunächst eine Frage. Mich würde interessieren,
ans Mikro, bitte. Bitte? Entschuldigung. Mich würde interessieren bei den Schulschließungen, ob Sie es für ein politisch ausreichendes Signal ins Land halten, dass es da jetzt offensichtlich 16 unterschiedliche Lösungen geben soll und warum es immer noch einige Länder gibt, die da offensichtlich zögerlicher sind als zum Beispiel Bayern. Das wäre mal die erste Frage, wo doch eigentlich fast alle Nachbarstaaten inzwischen die Schulen auch geschlossen haben. Zweite Frage bei dem Materialzukauf. Ich nehme ja an, da geht es insbesondere auch um Beatmungskapazitäten. Gibt es da eine Zielmarge? Also es ist jetzt immer die Rede von 28.000 Intensivbetten, die dann auch Beatmung haben. Gibt es da eine Zielmarge, die man erreichen will, oder gilt da einfach, man nimmt, was man kriegt? Das wären die beiden Fragen. Zu den Beatmungskapazitäten kann ich was sagen. Das ist so, dass wir natürlich mit den Herstellern sprechen müssen, was überhaupt produzierbar ist. Wir haben mehr als die Zahl der Intensivbetten Beatmungsgeräte in Deutschland. Das ist heute nochmal klar geworden, weil es sehr viel mehr Plätze auch zum Beispiel in einem Universitätsklinikum gibt, wo es Beatmungsmöglichkeiten gibt. Das ist nicht nur an die Intensivbetten gekoppelt. Aber Zahlen wurden heute nicht genannt, weil das auch von den Produktionskapazitäten abhängt. Also das, was machbar ist, dafür ist Geld da und da wird auch der Gesundheitsminister zentral zum Teil das bestellen. Genauso gilt das für Atemmasken, die von großer Bedeutung sind, auch für das Operieren, natürlich für das ganz Normale. Auch da wird versucht, seitens des Bundes zentral etwas zu beschaffen. Wir sind dem Bund sehr dankbar, auch dem Bundesgesundheitsminister, dass er sich da sehr aktiv selbst einschaltet, also zum Teil selbst mit Lieferanten telefoniert, was eigentlich ungewöhnlich ist, das tut er. Die Situation erschwert sich dadurch, dass natürlich durch die jeweiligen nationalen Maßnahmen die internationalen Wege deutlich erschwert sind. Das ist übrigens auch eines der wirklich negativen Folgen in der Entwicklung jetzt durch die jeweiligen nationalen Beschlagnahmen und ähnliches mehr, verringern sich die Kapazitäten und die Gefahr entsteht, dass halt sozusagen Preise sich auch entwickeln, die überraschend sind. Wir hoffen sehr, dass das zu einem guten Ergebnis kommt. Deswegen ist aber parallel wichtig, neben den Masken auch dafür zu sorgen, dass die Intensivbetten, das war heute die Empfehlung insbesondere aus der italienischen Situation, dass wir gucken müssen, dass wir deswegen auch verlangsamen die ganze Entwicklung, um so wenig oder nicht so viel auf einmal zu bekommen für Intensivbetten. Wir müssen schauen, dass wir Intensivbetten Stück für Stück aufbauen, so schnell wie möglich. Also das heißt auch finanzieller Einsatz in den Krankenhäusern. Zweitens dafür sorgen, dass wir eben Operationen, die nicht notwendig sind, dass man die anders plant, um dann die Kapazitäten vorzuhalten. Für die Bundesländer, mein Eindruck ist, Herr Fried, dass im Laufe des Tages sich die Diskussion da weiterentwickelt hat. Viele Argumente und ich glaube, also es werden, sind sehr einige große Bundesländer, die da relativ entschlossen sind und viele andere Bundesländer sehen es dann auch im Verbund, dass man es vernünftig lösen muss. Also ich glaube, wir werden da, ob jetzt ein Tag oder hin oder her, am Ende werden dem Beispiel die meisten, glaube ich, in einer vernünftigen Form folgen. Es war im Gang der Diskussion total erkennbar, dass sich das vielleicht um wenige Tage unterscheidet, aber war heute im Grundsatz. Noch ein bisschen anders, war heute früh, aber das ist auch normal, dass im Laufe so eines Tages sich die Dinge einfach nochmal abgleichen und synchronisieren. Ich meine, das ist auch dem deutschen föderalen System geschuldet, aber wenn am Ende eines Tages doch eine große Gemeinsamkeit da ist, dann ist das gut. Bei uns kann das nicht zentral angeordnet werden, aber zum Schluss wird es zu einem Gleichklang kommen. Das ist mein Eindruck. Dann Herr Rinke. Ja, Frau Bundeskanzlerin, ich würde noch mal bei dieser Frage nach der europäischen Abstimmung ganz gerne anknüpfen. Es gibt ja heute Abend in ganz vielen Ländern Kabinettssitzungen oder Entscheidungen. Ist das eine konzertierte europäische Aktion? Haben Sie Angst oder sind Sie besorgt, dass andere Länder, die ja sehr viel weitreichendere Maßnahmen angeordnet haben, Frankreich, eigentlich fast alle Nachbarn, mit dem Finger auf Deutschland zeigen und sagen, es geht hier zu langsam? Und Herr Söder, Sie haben ja heute gesagt, dass man an Draghi denken müsse in der Art der Antwort, die man auf die wirtschaftliche Krise gibt. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen ausführen, was Sie dann vom Bund genau erwarten. Ist das das Ende der schwarzen Null, der Schuldenbremse? Wie massiv muss man wirklich als Bundesregierung agieren? Wenn ich dazu gleich was sagen darf, obwohl Markus Söder gefragt ist, die Schuldenbremse im Grundgesetz zum Beispiel sieht für außergewöhnliche Situationen auch Ausnahmen vor. Und das ist jetzt, habe es gestern schon gesagt, wirklich nicht unser Thema, wie zum Schluss die Haushaltsbilanz aussieht. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Wir sind in einer Situation, die außergewöhnlich ist in jeder Beziehung. Und zwar
ich würde sagen, außergewöhnlicher als zu der Zeit der Bankenkrise, weil wir hier es mit einem gesundheitlichen Problem, einer gesundheitlichen Herausforderung zu tun haben, auf die die Wissenschaft und die Medizin noch keine Antwort hat. Und jetzt ist es unsere Aufgabe, erstens Menschenleben zu retten, so gut wir das können, und zweitens die wirtschaftliche Tätigkeit am Laufen zu halten. Und beide Aufgaben sind anspruchsvoll und denen wollen wir gerecht werden. Wir haben eine sehr, sehr gute Ausgangssituation als Deutschland und die müssen wir auch im Blick auf unsere internationale Verflechtung, auch unsere europäische Verflechtung nutzen, um hier das Mögliche zu tun. Und zweitens, ich glaube, dass wir in einem ziemlichen Gleichklang jetzt agieren mit zum Beispiel unserem großen Nachbarn Frankreich. Wenn ich das nebenbei jetzt hier mitgehört habe, gerade auch was die Fragen des Grenzregimes anbelangt, haben wir uns, hat der Präsident Macron gesagt, er wird sich mit Deutschland abstimmen, wir werden uns mit Frankreich abstimmen. Also hier wird es eine gute europäische Abstimmung geben, davon bin ich ganz überzeugt. Im Übrigen ist die Kommission auch sehr dabei, diesen ganzen Prozess zu begleiten. Und ich denke auch, die Tatsache, dass wir als europäische Staats- und Regierungschefs uns in einer Videokonferenz ja abgestimmt haben, hat dazu geführt, dass natürlich noch mal viele Maßnahmen getroffen wurden, dass auch jeder den Ernst der Lage erkannt hat. Aber ich glaube, dass hier nicht einer sozusagen sehr viel weiter ist als der andere. Nur eine Ergänzung zu dem, kann da nahtlos anknüpfen, weil Sie mich auch gefragt haben. Wir werden uns jetzt nicht an Buchhaltungsfragen am Ende orientieren, sondern wir werden uns daran orientieren, was Deutschland braucht. Nichts anderem. Das gilt finanziell für Medizin, das gilt finanziell für Wirtschaft. Was funktioniert und was wirkt, machen wir. Und das ist auch ein dynamischer Prozess. Wir haben in den letzten Jahren gut gelebt und gut gewirtschaftet in Deutschland. Viele Länder haben auch Haushaltsüberschüsse. Wir haben auch im Bund viele Überschüsse. Das ist aber nicht allein. Wir werden da nicht auf Spitz abrechnen, sondern wir werden da das tun, was notwendig ist und was wir brauchen. Und das war auch damals ein Signal, ist auch ein Signal an die Wirtschaft übrigens, mitzumachen. Und ist auch ein Signal an Kapitalgeber, auch an internationale, dass Deutschland bereit ist, seine echte Herausforderung auch ökonomisch so gut es geht zu schultern. Wir bleiben im Spiel. Ich will vielleicht nochmal, Entschuldigung, zu der Situation sagen, der Chef des Robert-Koch-Instituts hat heute nochmal gesagt, dass er sich an eine solche Situation, auch was Pandemien und Epidemien anbelangt, nicht erinnern kann. Also wir sind in einer ganz außergewöhnlichen Situation, die auch völlig nochmal zu unterscheiden ist von Herausforderungen, wo wir Medikamente hatten und wo wir sehr schnell dann Impfstoffe hatten. Das heißt, ganz besondere Situationen erfordern auch besondere Maßnahmen. Das ist alles andere als irgendwie eine kleine Facette in einem Lauf der Geschichte, sondern es ist ein Einschnitt, der uns sehr viel abverlangt. Wenn ich nochmal die medizinische Reaktion auf diese Virus Ausbreitung mal vergleichen darf zwischen Deutschland und anderen europäischen Ländern, glaube ich, kann sich Deutschland und muss sich Deutschland nichts vorwerfen. Wir haben sehr konsequent auf einem sehr hohen Niveau sofort reagiert. Wir können in kürzester Zeit auch größere Patientenkollektive testen. Wir haben es in Hamburg hinbekommen, obwohl wir einen sehr frühen Fall hatten, diesen Fall sehr, sehr konsequent zu isolieren und alle Kontaktpersonen zu untersuchen. Wir sind in unserem Gesundheitssystem sehr, sehr schlagkräftig und wir sind medizinisch auf einem Spitzenniveau unterwegs. Und ich glaube, das wird sich auch in den nächsten Wochen zeigen, wenn wir mit den Maßnahmen, die wir heute beschlossen haben, konsequent vorangehen, dass wir mit diesen sehr, sehr leistungsfähigen Krankenhäusern, mit den Möglichkeiten zu testen, innerhalb kürzester Zeit können wir eine große Anzahl von Untersuchungen machen. Das hat uns in die Lage versetzt, auch in diesen frühen Phasen der Virusausbreitung sehr, sehr gut Dinge zu begrenzen. Aber es ist so, die Epidemie wird ihren Lauf nehmen. Wir werden vieles nur begrenzen können. Und das ist aber auch dann wiederum wichtig, damit wir mit unseren medizinischen Kapazitäten eben nicht überfordert sind. Und deswegen die Beschlüsse heute, die ich sehr übereinstimmt mit dem empfinde, was ich gestern von unseren Experten am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf erfahren habe. Hier wird, glaube ich, sehr konsequent auch von der fachlichen Seite Politik beraten und wir haben das sehr gut aufgenommen. Dann danke ich und wünsche einen schönen Abend. Ja, da sind wir. Ganz, wir haben ja auch Massen von Menschen getestet. Ja, ja, ja. Tschüss, mach's gut.
und ziehe. Ich mache das einfach bei euch.